Da wird ein Kind ermordet oder ein wehrloser alter Mann in der U-Bahn fast zu Tode geprügelt. Wenn so etwas in Deutschland passiert, dann wird schon ja fast automatisch der Ruf nach härteren Strafen laut. Herzlich willkommen zu Tacheles, zum Talk am Roten Tisch hier in der Marktkirche in Hannover. Unser Thema heute, die Rache ist mein. Brauchen wir härtere Strafen? Nackte Gewalt in der Millionenmetropole Berlin. 5 junge Männer schlagen Johnny K. nieder. Er stirbt. Die Schläger sind bald schon wieder auf freiem Fuß. Kein Einzelfall. Die Kollegen von Mona Lisa sind dem Fall Johnny K. und anderen Fällen nachgegangen. Der 20-Jährige wurde von Unbekannten erschlagen am frühen Sonntagmorgen hier am Alexanderplatz. Blumen und Kerzen für einen jungen Mann, der Freunde, Familie und so viele Pläne hatte. Viele Passanten verharren still. Auch Vaja Marcone und ihr Sohn Velin kommen an den Tatort. Der Tod von Johnny berührt ihr eigenes Leid. Erst vor einem Jahr starb ihr Sohn und Bruder Giuseppe auf der Flucht vor seinen brutalen Schlägern. Es ist der 17. September 2011, früh am Morgen. Giuseppe Marcone ist auf dem Weg nach Hause. In der Berliner U-Bahn-Station Kaiserdamm wird er von 2 Männern bedroht und geschlagen. Der 23-Jährige flieht und wird von einem Auto tödlich erfasst. Und jetzt bei uns Velin Marcone. Herzlich willkommen. Ihr Bruder Giuseppe hat gern gekocht. Er wollte bei der Bundeswehr sein Abitur nachmachen. Dann dieser tragische Tod. Wie haben Sie vom Tod Ihres Bruders erfahren? Wie schon in der Matz erklärt wurde, ist er sehr früh an einem Samstagmorgen verstorben. Ich glaube, 3 Stunden später hatte meine Mutter von dem Vorfall erfahren und natürlich direkt mich angerufen. Ich wohne nicht mehr im Elternhaus. Und es war ein Telefonat. Der direkte Anruf meiner Mutter, der völlig verstört war und für mich eigentlich inhaltlich nicht wirklich angekommen ist. Also sie sagte, dein Bruder ist angefahren worden und tot. Bei mir ist nur das Angefahren angekommen. Sie haben gedacht, er lebt noch. Wie waren denn die ersten Stunden und Tage, nachdem Sie realisiert haben, Ihr Bruder ist tot? Wie haben Sie die verbracht? Wie habe ich die verbracht? Mit tiefer, starker Trauer. Natürlich gemeinsam mit meiner Familie. Diese plötzlichen Tode, die so stattfinden, also da, wenn ein Mensch wirklich so von einem Moment auf den anderen rausgerissen wird. Ich meine, ich habe meinen Bruder am 50. Geburtstag meiner Mutter das letzte Mal gesehen. Das war 3 Tage davor. Wir haben uns nicht mal richtig verabschiedet, weil man geht davon aus, man sieht sich eh in den nächsten 3-4 Tagen. Und das ist ein unglaublicher Schock, den man erstmal verarbeiten muss. Das heißt, die ersten Tage sind eigentlich so ein Schwebezustand gewesen, in dem man eigentlich immer weiter in dieses Loch hinabsinkt und erst wirklich realisiert, was einem widerfahren ist. Die jungen Männer, die ihren Sohn da, ihren Bruder da bedrängt haben, geschlagen haben, dann gejagt haben über die Straße, wo er tödlich verunglückt ist, die haben nur eine Bewährungsstrafe bekommen und Sozialstunden. Wir erinnern uns an den Fall Johnny K., der war auch eben in dem Film. Die Schläger sind inzwischen längst wieder auf freiem Fuß. Was denken Sie, ist in Deutschland die Justiz in solchen Fällen zu milde? Zu milde, ja. Aber ich denke, auch die Justiz versucht, mit allen möglichen Mitteln dem Ganzen irgendwo gerecht zu werden. Es ist nur auffällig, dass man manchmal feststellen muss, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann betroffen ist und sich dann auch mit den entsprechenden Rechtsanwälten auseinandersetzt und auch in den Gerichtsprozessen teilnimmt, dass man schon das Gefühl hat, dass der Strafrahmen, der ja durch unsere Verfassung festgesetzt ist, eigentlich nie wirklich ausgeschöpft wird. Also jetzt gibt's im Alten Testament, als Pfarrer weiß ich das gut, diesen plakativen Satz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was halten Sie von so einer einfachen Formel? Ja, manchmal wünscht man sie sich herbei, weil man glaubt, dass es das Richtige sei und einem die Befriedigung gibt. Aber ich glaube, genau diese Gesetzmäßigkeiten gibt eben keine Befriedigung. Damals mag es vielleicht das Richtige gewesen sein, aber heutzutage sollte man sich schon auf Verfassung und Gesetz berufen. Veli Marcone, vielen Dank. Wir sprechen nachher noch ein bisschen weiter über Ihr Engagement heute für Zivilcourage. Danke, dass Sie erstmal hier zum Gespräch da waren. Danke, dass ich hier sein darf. Ist unsere Justiz zu milde? Brauchen wir härtere Strafen? Das fragen wir heute bei Tacheles, der Talkshow der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und das sind meine Gäste. Der evangelische Landesbischof in Braunschweig, Friedrich Weber,
Er bestattete einen ermordeten Fünfjährigen, spürte Wut und Ratlosigkeit und sagt: Doch, wir dürfen unseren Rachegefühlen nicht nachgeben. Rainer Wendt, er ist Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er plädiert für härtere Strafen, denn Strafen müssen wehtun. Helmut Kuri, er ist der Kriminologe, hat Mörder und Sexualtäter begutachtet. Er sagt, wir strafen falsch und oft zu hart. Einspruch, sagt die Berliner Anwältin Bärbel Freudenberg-Pilster. Sie war Direktorin des Amtsgerichts Schönebeck. Sie fordert mehr Strenge, gerade gegenüber jungen Tätern, um gesellschaftlich ein Signal zu setzen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Freudenberg-Pilster, wir haben das gerade mitverfolgt. Die Schläger und Täter von Giuseppe Marcone, sie sind weggekommen mit einer Bewährungsstrafe und Sozialstunden. Ist das in Ihren Augen ein gerechtes Urteil? Nein, das finde ich empörend. Es waren schon bekannte Täter. Sie waren schon wegen Körperverletzung und Raubes auffällig geworden. Und bekommen dann also, der eine hat 2 Jahre auf Bewährung bekommen, der andere 4 Monate auf Bewährung. Das kann so nicht richtig sein. Es ist immerhin ein Mensch gestorben. Und dass da dann 600 Sozialstunden und Bewährung rauskommen, das ist für mich völlig unverständlich. Mhm. Und dass der Richter, also es war ja so, dass eine Schlägerei im U-Bahn, darf ich das so sagen? Ja, im U-Bahn-Tunnel gewesen ist und der Giuseppe Marcone dann weggelaufen ist. Und dann sieht der Richter in seinem Urteil keinen Zusammenhang. Mhm. Er sagt, er ist nicht aus Panik oder so abgehauen, sondern er ist einfach nur etwas überhastet aus der U-Bahn gelaufen. Nun waren Sie ja auch mal Direktorin eines Amtsgerichts. Ich war auch lange Richterin. Können Sie denn eigentlich als Direktorin so eines Gerichtes auch mal zu milde strafende Richter, gibt es da Konsequenzen? Nein, also jedenfalls nicht, wenn es bei Einzelfällen bleibt. Dann ist die richterliche Unabhängigkeit eben etwas, wo man nicht rankommt. Wenn aber eben das häufig vorkommt, dann kann man schon im Rahmen der Dienstaufsicht sagen, also vielleicht sollten wir vielleicht mal eine andere Stelle für den Richter suchen. Okay, mehr kann man auch nicht tun. Herr Bischof Weber, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist ja ein recht eingängiger Slogan. Von Sozialstunden und Bewährungsstrafen steht in der Bibel nichts, oder? Nee, aber man muss ja wissen, was im Hintergrund von Auge um Auge und Zahn um Zahn steht. Dahinter steht eine Bibelstelle, die sagt, den Kain werde ich 7-mal rächen und den Lamech 77-mal. Das heißt, das Jus Talionis, also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist ein Beschränkungsrecht. Du sollst nicht mehr anstellen, als dir zugefügt worden ist. Also gewissermaßen die Eskalation der Gewalt. Also nicht für einen Zahn das ganze Gebiss ausschlagen. So ist es. Also die Eskalation der Gewalt wird begrenzt, beendet. Mhm. Und damit haben wir eigentlich den Einstieg in eine Zivilisierung. Sehr früh schon. Und dieser Gedanke nimmt ja auf, Strafe ist richtig, ich habe auch kein Problem mit Strafe. Strafe muss sein, Rechtsfrieden muss wiederhergestellt werden. Der ist ja massiv gestört durch das, was Sie beschrieben haben. Und ich habe das gerade gestern erlebt, da wo ich herkomme, aus Wolfenbüttel, Braunschweig, dass eine Frau, die zufällig morgens um 6 Uhr mit ihrem Hund an der Straße entlang spazieren geht, von einem flüchtenden Straftäter totgefahren wird. Und da bin ich natürlich auch empört. Mhm. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Und da ist das Erste, was ich sage, harte Strafe. Aber wenn ich dann drüber nachdenke und die Daten mir vergewissere, die im Raum sind, dann ist das, was Strafe leisten sollte, nämlich auch die Rückführung eines Straftäters in die Gesellschaft, leistet sie meistens in der Form, wie wir sie anwenden, nicht. Mhm. Herr Wendt. Wir gehen nochmal zurück auf das Urteil, was wir gehört haben mit Bewährungsstrafe, Sozialstunden. Ist das für Sie auch zu mild? Absolut, vor allen Dingen deshalb, weil diejenigen, die ein solches Urteil erfahren, wenn man sich mal die Täter anschaut, eine solche Strafe als Freispruch empfinden und förmlich als Bestätigung dessen, was sie getan haben. Und ich habe es viel zu oft erlebt, dass genau diese Typen feixend und grinsend aus dem Gerichtssaal wieder rausgehen, den Opfern frech ins Gesicht grinsen. Und das ist kein Rechtsfrieden. Das hat mit Rechtsfrieden überhaupt nichts zu tun. Strafen vor Gericht müssen im Wesentlichen, insofern stimme ich dem Herrn Bischof ausdrücklich zu, Strafen müssen 3 Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen schnell erfolgen, sie müssen hart erfolgen, damit sie auch wirken, damit man sie auch spürt. Und sie müssen gut sein. Und alle 3 Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Denn so wie wir strafen, in der Tat, das stimmt, das ist in der Tat falsch. Wir machen weder eine gute Bewährung,
noch einen guten Strafverzug in Deutschland. Und insofern ist das falsch. Ich würde die Frage gerne an Herrn Khoury weitergeben. Also die Strafe soll den Täter ja abschrecken. Er soll nicht wieder straffällig werden. Eine harte und schnelle Strafe, leistet die das? Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Punkt vergessen. Die Strafe muss sicher sein. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn Sie mal nachgucken, wir haben in Deutschland ein Dunkelfeld von etwa 90%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als Straftäter erwischt werden, ist relativ niedrig. Wenn ich eine Straftat begehe, selbst einen Mord, gibt die Rechtsmediziner sagen, jeder zweite Mord wird nicht als Mord entdeckt. Wie viele Fälle haben wir in der Bundesrepublik, die nicht entdeckt worden sind? Ja, die Bankiersfrau aus Frankfurt, wir wissen heute nicht, ist es ein Mord oder ist es kein Mord. Das heißt, wir haben relativ viele Straftaten. 9/10 aller Straftaten wird nicht entdeckt. Wir haben jetzt in Niedersachsen mehr oder weniger zufällig von dem Pferdefleischskandal erfahren. Kaum hatten wir den Skandal, haben wir die Hühnereier, nicht? Kaum haben wir die Hühnereier, haben wir jetzt und so weiter. Das heißt, ganz wichtig ist weniger die Härte der Strafe, sondern die Sicherheit, dass gestraft wird. Das zeigen uns alle Studien. Wenn der Straftäter eine relativ große Wahrscheinlichkeit hat, dass er da ohne Strafe davonkommt, dann ist es wenig abschreckend. Aber das ist ja eine polizeiliche Angelegenheit. In einigen Deliktsfeldern haben Sie ja völlig recht, dass die Wahrscheinlichkeit, davonzukommen, hoch ist. Bei Tötungsdelikten haben wir, wenn sie denn als solche erkannt werden, eine Aufklärungsquote von fast 100%. Ja, wenn sie erkannt werden. Weil wir viel dort auch investieren. Aber selbst bei allen Delikten, bei ungefähr 6 Millionen angezeigten und bekannt gewordenen Straftaten, Sie haben recht, die Dunkelziffer ist sehr viel höher, aber selbst bei allen bekannt gewordenen Straftaten werden 78% aller Delikte von der Staatsanwaltschaft sofort eingestellt. Das heißt, 80% arbeitet die Polizei ohnehin für den Papierkorb der Justiz. Da kann die Staatsanwaltschaft häufig gar nichts dafür. Die ist genauso personell unterbesetzt wie die Polizei und wie die Bewährungshilfe. Herr Khoury, ich habe verstanden, es muss überhaupt erstmal das Delikt aufgeklärt werden. Das ist ganz wichtig. Aber ich komme noch mal zurück zu meiner Frage. Wirken auf einen Täter härtere Strafen besser in der Abschreckung als milde? Wir haben in Deutschland eine der weltweit größten Studien an der Universität Heidelberg über die Wirkung von Strafen. Und gerade bei den Fällen, wo wir härtere Strafen diskutieren, also bei Schwerkriminalität, Mord und Totschlag beispielsweise, wirkt eine Verhärtung der Strafe nicht. Wir haben eine Untersuchung gemacht in den USA. 33 Bundesstaaten in den USA von den 50 haben noch die Todesstrafe und praktizieren sie. In diesen, vor allen Dingen die Südstaaten. In diesen Staaten ist die Tötungskriminalität weit höher als in den restlichen Staaten, die keine Todesstrafe haben. Frau Vollenberg-Pilzer, gibt Ihnen das zu denken? Nein, es gibt mir nicht zu denken. Also ich denke, das Wort Rechtsfriede ist ja eben schon gefallen. Es geht nicht nur darum, dass jemand nun aus der Strafe irgendwas lernt. Wobei ich auch immer darum bitte, dass man zwischen Jugendlichen und Erwachsenen Strafrecht und Strafvollzug auch unterscheidet. Aber das gibt keinem das Recht, jemanden anders zu töten. Und insofern denke ich, muss die Strafe da sein auch, um der Bevölkerung zu sagen, der Rechtsstaat funktioniert und es wird auch etwas getan, wenn man Unrecht begangen hat. Selbstverständlich, Strafe muss sein. Mhm. Aber gerade auch im Jugendstrafrecht gilt genau das Gleiche. Wir haben, da ist dieser Resozialisierungsgedanke meistens absolut im Vordergrund und meistens auch noch das Einzige, was im Vordergrund steht. Man muss aber darauf bestehen, wir haben ein Strafgesetzbuch und kein Resozialisierungsgesetzbuch. Und wir haben ein Jugendstrafrecht und kein Jugendresozialisierungsrecht. Mhm. Das heißt, Strafe als Sanktion muss immer zwingend auch dazugehören. Und gerade im Jugendstrafrecht und in der Juristerei mit Jugendlichen ist das mitunter nicht mehr erkennbar, dass es überhaupt um Strafe geht. Herr Bischof Weber, der Gott der Bibel, vor allem im Alten Testament, ist ja auch nicht zimperlich mit Strafen. Da wird ja zum Teil noch für die Sünden der Väter werden noch die Kinder bestraft. Hm. Ist die Härte der Strafe Ihrer Meinung nach auch ein Punkt, wo man sagt, nein, als Täter, wenn ich so eine harte Strafe habe, mache ich das nicht wieder? Also ich habe mich natürlich, weil ich hier heute Abend sitze und auch mit Ihnen hier sitze, mit Fachleuten unterhalten. Bis heute Nachmittag. Ich habe mit einem Landgerichtspräsident gesprochen. Ich habe mit einem Polizeipräsidenten gesprochen in meiner Region. Ich habe heute noch mit dem Leiter einer Justizvollzugsanstalt lange telefoniert, der in seiner Anstalt und mit Polizisten, die ich bei einem Empfang getroffen habe. Und sie haben mir unisono erklärt, unisono, der Ruf, der reflexartig auftritt, das können Sie auch feststellen bei Google Surfen, härtere Strafen, ist im Grunde populistisch. Der Ruf härtere Strafen, weil er gewissermaßen signalisieren will, wir tun was, wir reagieren, wir machen was.
und damit auch eine gewisse Maß an Beruhigung. Er kommt ja oft von der Politik, von der Polizei kommt er ja ganz selten. Alle die haben gesagt, wir halten da gar nichts von. Wir haben ganz andere Erfahrungen. Und sie haben auch noch mal deutlich gesagt, und das wäre jetzt auch meine theologische Einschätzung, ich glaube, wir müssen, wenn wir über Strafe reden, uns klar machen, die Opfer dürfen nicht verhöhnt werden, dadurch, wie die Mörder behandelt werden. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Satz, der geht auf Horkheimer zurück, sicher im Blick auf die nationalsozialistischen Verbrechen damals. Aber der gilt auch bei kleinerer Münze. Und die kleinere Münze ist ja nicht kleiner, wenn eine Frau, wie ich gerade geschildert habe, umgebracht wird durch einen fliehenden Täter. Und wir müssen zugleich aber auch die Würde des Opfers und die Würde des Täters im Blick haben. Das ist ein Grundsatz, hinter dem wir auch im deutschen Strafrecht nicht zurückkommen können. Wenn wir das tun, dann sind wir da, wo wir vor allen Strafrechtsreformen waren. Dann sind wir im 16. Jahrhundert und dann reißen wir den Tätern wieder die Augen aus oder nehmen ihnen die Zunge aus dem Mund. Da will niemand hin. Deshalb habe ich ja ausdrücklich auch den dritten Aspekt vorhin so deutlich benannt. Wir müssen nicht nur hart, wir müssen vor allen Dingen richtig strafen. Und richtig tun wir das nicht. Das, was in unserem Strafvollzug, da können auch die Gefängnisleiter überhaupt nichts dafür. Die sind mit genau der dünnen Personaldecke, was Vollzugsbeamte, was Therapeuten, was Sozialarbeiter angeht, bedacht, wie zum Beispiel Bewährungshelfer. Wenn man heute eine Bewährungsstrafe ausspricht und Bewährungshelfer haben bis zu 100 Leute, die sie da betreuen sollen. Das ist keine Bewährungshilfe. Das ist genau das Gegenteil davon. Das heißt, auch in diesem Bereich im Strafvollzug wird wegen der Sparmaßnahme im öffentlichen Dienst so viel Schindluder getrieben. Ich bin dringend dafür, dass wir dort mehr Möglichkeiten schaffen, damit wir nicht nur hart, sondern auch richtig bestraft werden. Sie sagen Populismus, der Ruf nach härteren Strafen. Aber wir haben ja das Strafmaß, Herr Khoury, ständig erhöht in den letzten Jahren. Allein in diesem Jahr Höchststrafe im Jugendgerichtsgesetz von 10 auf 15 Jahre erhöht. Letztes Jahr Gewalt gegen Polizeibeamte wird mehr. Also das heißt, wir erhöhen ständig die Strafen. Warum eigentlich, wenn es doch gar keine... Wir haben sie im Jugendgericht nicht erhöht, aber es wird diskutiert. Es wird immer wieder gefordert. Nur, man kann sicherlich eines sagen. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Wir müssen besser strafen. Ich bin nicht gegen Strafen. Und der Fall, den Sie vorhin geschildert haben, da mag vieles schiefgelaufen sein. Das ist überhaupt keine Frage. Schauen Sie, die Sorge um die Opfer ist ein ganz zentraler Punkt. Natürlich darf ein Opfer nicht verhöhnt werden. Also wo sind wir denn da? Ja, selbstverständlich nicht. Aber dadurch, dass wir härter strafen, dass wir die Jugendstrafe von 10 auf 15 Jahre hochsetzen, erreichen wir überhaupt nichts. Dadurch wird die Kriminalität nicht niedriger. Ich will Ihnen nur noch ein Beispiel sagen. Finnland. Finnland hatte in den 50er Jahren eine Inhaftierungsquote von 180. So viel Inhaftierte pro 100.000. Die anderen nordischen Länder, Dänemark, Schweden, Norwegen, hatten 60. In den folgenden 50 Jahren haben die Finnen das zurückgeführt auf denselben Libro. Das heißt, da, wo sie früher 3 inhaftiert haben, haben sie jetzt nur noch 1 inhaftiert bis heute. Die Kriminalität hat sich überhaupt nicht entwickelt. Die meisten Inhaftierten im Übrigen in den Vereinigten Staaten. Da ist die Quote sehr viel höher. Frau Freudenberg-Pilzer, wir haben gerade darüber gesprochen, kann denn eigentlich noch von zu großer Mild die Rede sein, wenn ständig die Gesetze verschärft werden? Ja, das ist so, weil ja die Gesetze auch nicht ausgeschöpft werden. Also wir sind ja am unteren Rand. Also gerade im Fall Marcone war das ja nun wirklich markant. Und ich bin sehr froh, das muss ich auch sagen, dass die Staatsanwaltschaft Revision gegen dieses Urteil eingelegt hat. Und dann wollen wir mal hoffen, dass der Bundesgerichtshof das zurechtrückt. Aber es ist eben auch so, dass wenn wir von Jugendlichen und Heranwachsenden wieder reden, dann ist es ja so, je schlimmer die Straftat, also Mord, Totschlag, Raub und so weiter, desto eher wird auf heranwachsende Jugendrecht angewendet. Das heißt, ein 21er, so wie auch im Fall Marcone, wird dann also nach Jugendrecht bestraft, also wie ein 17-Jähriger. Dann sage ich aber, dann soll der auch wieder in Begleitung Auto fahren und seinen Führerschein mal wieder beschränkt haben, denn das kann nicht sein. Ne? Also plötzlich ist er wieder 17, der 21-Jährige. Also dafür habe ich wenig Verständnis. Die deutschen Gerichte urteilen ja im Namen des Volkes. Und sind die Deutschen eigentlich der Meinung, dass diese Urteile, die im Namen des Volkes gesprochen werden, gerecht sind? Dazu wollte die Evangelische Kirche im NDR und die Evangelische Zeitung wissen, wie denken die Deutschen darüber? Und wir haben wieder Emnet damit beauftragt, das bundesweit und repräsentativ zu erfragen. Und das sind die Ergebnisse. Die deutschen Gerichte entscheiden oft zu hart. Das sagen nur 4%. In der Regel urteilen sie angemessen, das sagen 32%. Die Gerichte urteilen oft zu mild, das meinen 57%. Ja. Herr Khoury,
Was ist das für ein Phänomen, dass auch die Bevölkerung meint, es wird zu milde geurteilt, gleichzeitig werden die Gesetze ständig verschärft? Wenn Sie diesen 57%, die sagen, die Gerichte urteilen zu milde, konkrete Fälle schildern, das hat man experimentell gemacht, sie schildern Ihnen Fälle. Jetzt gibt es eine ganz neue Studie, die gerade im Erscheinen ist, aus Japan. Das gibt es international, in den USA hat man sehr viele Studien gemacht. Sie schildern den Leuten den Hintergrund einer Straftat, dann werden sie merken, dass die Zahl zurückgeht. Die Leute haben wenig Informationen über das, was tatsächlich passiert ist. Ja? Und schauen Sie, wir gucken jetzt auf die Täter. Aber Entschuldigung, ist das dann irgendwie ein mediales Phänomen? Ja, oder wie? Sie haben ja nur die Informationen, die Sie in den Zeitungen und in der Presse oder im Fernsehen sehen. Und dann sind natürlich die Fälle, wo es eben wirklich schiefgegangen ist, werden veröffentlicht. Es gibt einen guten Satz von einem Soziologen, der hat vor 30 Jahren mal geschrieben, wenn ein Kind in einer miserablen Familie aufwächst, ja, dann gucken wir alle weg, und obwohl wir wissen, dass dieses Kind wahrscheinlich in 20 Jahren zum Straftäter wird. Wenn genau dieses Kind dann in 20 Jahren tatsächlich zum Straftäter wird, dann machen wir genau das, was diese Eltern auch mit ihrem Kind gemacht haben. Wir prügeln jetzt auf diesen Jungen ein. Wir gucken nicht mehr nach, warum er zum Straftäter geworden ist. Richtig. Ich sage noch mal, Strafen müssen sein, damit wir uns nicht falsch verstehen. Aber wir müssen auch verstehen, warum. Gewalt in der Familie ist ganz grundlegend für die Entwicklung von Jugendkriminalität, von Jugendgewalt. So, und wenn der dann aber 20 ist, sagen Sie, wir prügeln auf den einen. Genau das tun wir ja nicht. Entschuldigung, das ist genau der Falsche. Es wäre falsch, auf den einen zu prügeln, das tun wir ja nicht. Sondern wir machen Folgendes mit einem stadtbekannten Schläger, um mal einen Einzelfall zu nennen. Der kriegt erstes Mal, wo er einen zusammengeschlagen hat, 3 Monate auf Bewährung. Beim zweiten Mal kriegt er 6 Monate auf Bewährung. Und beim dritten Mal, wo er wirklich fürchterlich jemanden verprügelt, sagt der Richter, naja, der hat ja jetzt eine Arbeitsstelle, übrigens bei seinem Freund in der Spielhalle. Und deshalb hat er jetzt, obwohl er in der Bewährungszeit jemanden richtig mies verprügelt hat, eine gute soziale Laufbahn eingeschlagen. Ich frage mich, was daran gut und was daran sozial ist. Der Mann gehört in den Knast und nicht schon wieder auf Bewährung entlassen. Frau Ahler, wenn er jetzt im Knast angekommen ist, fängt da nicht erst seine kriminelle Laufbahn so richtig an? Häufig ist das leider so. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das muss, die also gehen als kleine Kriminelle rein, als große kommen sie wieder raus. Das heißt, und das ist der Fehler. Und das hat etwas mit falschem Strafen zu tun. Was hat aber denn, was mit der Ausstattung unserer Justiz? Was wäre denn richtiges Strafen? Also die richtige Strafe wäre natürlich Knast. Aber im Knast muss richtig was mit dem gemacht werden. Ja. Der muss das auch begreifen, was er da gemacht hat. Aber wir sperren dann ja nur ein mit anderen Kriminellen. Von denen lernt er dann zum perfekten Totschläger zu werden, weil unsere Justizvollzugsanstalten so ausgestattet sind, wie sie ausgestattet sind. Zur Strafe gehört immer die rote Karte und die Handreichung. Das ist richtig. Wenn du dich ändern willst, hier ist meine Hand. Ja, aber vielleicht sollten wir auch lernen, anders zu strafen. Frau Freudenberg-Pilster, ich zitiere mal den nordrhein-westfälischen Justizminister Thomas Kutschaty, der sagt: Lieber statt einer Geldstrafe einen Führerschein wegnehmen. Das tut viel mehr weh. Eine Geldstrafe, jemand, der genug Geld hat, dem tut das gar nicht weh. Oder Stadionverbot für Fußballrüpel. Was halten Sie davon? Finde ich großartig. Also wir müssen da viel kreativer werden. Ich hatte so oft, wenn ich da Arbeitsstunden, also Fegen eines Hofes beim Altenheim, immer auch so Magengrummeln habe, gesagt, was soll das? Also das ist für mich wenig sinnvoll und tut eben auch nicht weh. Und wir, glaube ich, sind uns einig, Strafe muss auch ein bisschen wehtun. Und deswegen halte ich das für einen wunderbaren Weg, wenn wir da kreativer werden würden. Also wenn Strafe Wirkung haben soll, muss sie eigentlich dazu führen, dass der Straftäter zum Nachdenken darüber kommt, was er seinem Opfer angetan hat. Ja, ja. Das muss im Grunde eingeleitet werden, also dieser Zusammenhang. Ja. Nur gewissermaßen die Abschreckung ist nicht hinreichend. Nein. Da würde ich gerne Herrn Kurig ein Beispiel geben. Also in den USA wird das ja gemacht, da hat ein Mann ein Kind misshandelt, er hat es gezwungen, in einer Hündehütte zu schlafen. Ja. Und der Richter hat ihn dazu verurteilt, selber 30 Nächte in dieser Hundehütte zu schlafen. Ja. In Deutschland undenkbar, aber kreativ, oder? Ja gut, das ist eine interessante Idee, ob das jetzt breitenwirksam durchgeführt werden kann. Aber schauen Sie, das mit den, wir müssen intelligenter strafen. Ja. Der Täter, was Sie gesagt haben, der Täter muss kapieren, was er falsch gemacht hat. Restitutionsprogramme. Also der jemand in der Hundehütte wird das kapieren, vermutlich. Ja, oder? Ja, wir können das wahrscheinlich nur nicht breitenwirksam durchführen. Nehmen wir Dschungelcamp, das reicht dann auch. Ja. Aber ich glaube, wenn Sie mal, wir müssen ja nicht bei den ganz extremen Fällen ansetzen. Wenn man mal diese Geschichte mit dem Lebensmittelskandal in Niedersachsen, gerade den letzten mit dem Mais, sich vor Augen hält, da sind irgendwelche Erzeuger, die aus Gier irgendein Produkt unter die Leute bringen und ich
kriege das irgendwie in meinen Körper rein. Ja. Das ist ein Angriff gegen die Unversehrtheit meines Körpers, also meiner Person. Ja. Und da kann ich nicht sagen, die werden mit 10.000 Euro bestraft, da lachen die. Richtig. Ja? Die werden ja vor allen Dingen erstmal gar nicht erwischt, weil der typisch politische Reflex jetzt wieder kommt. Das ist der, den Sie auch vorhin beschrieben haben, nämlich Gesetze verschärfen. Ja. Die Rufe sind ja schon da, wir müssen die Strafen verschärfen. Ja. Gesetze sind erstmal nur vollgeschriebenes Papier. Ja. Wenn wir nicht genügend Lebensmittelkontrolleure haben, die diese Typen überhaupt erwischen, dann können wir Gesetze vollschreiben, wie wir wollen, dann hilft das alles nicht. Aber Politiker glauben, wenn sie die Gesetze vollgeschrieben haben, hätten sie damit schon ein Problem gelöst. Genau das Gegenteil ist meistens der Fall. Nehmen wir mal an, Sie sind zu fassen, Sie wollten einen Vorschlag machen, wie man sie bestrafen kann, oder? Ja, ich bin da, was das angeht, weil mir die Unversehrtheit meines Körpers und ihrer aller Körper am Herzen liegt, bin ich der Meinung, solche Leute dürfen in der Branche nicht mehr tätig sein. Mhm. Also Berufsverbot zum Beispiel. Als Konzession entziehen. Kreative Art des Strafens. Ja. Ich sage Ihnen noch ein anderes Beispiel. In Ohio musste eine Frau eine Nacht lang allein in einem Wald ausharren, weil sie genau dort 35 Katzen ausgesetzt hat. Mhm. Sinnvolle Strafe oder Schikane? Nee, das geht zu weit. Also Strafen dürfen, sollen ja kreativ sein. Wir haben vorhin gehört, Führerscheinentzug und vieles andere mehr. Strafen dürfen aber nicht die Menschenwürde tangieren. Ja, das denke ich auch. So, und da ist dann schon irgendwo auch eine Grenze. Da sind die Amerikaner ganz, ganz weit von uns weg. Die haben aber auch eine ganz andere Strafrechtsphilosophie als wir. Ich glaube nicht, dass wir die wirklich haben wollen. Nee. Denn dann kriegen wir vieles andere, was in Amerika ist, auch zu uns. Ja. Und das wollen wir ganz bestimmt nicht haben. Arbeit in einem Kinderheim wäre vielleicht, in einem Tierheim wäre vielleicht kreativer. Ja. Damit Sie sieht, wie es den Tieren dort wirklich geht. Aber woran liegt das, Frau Freudenberg-Pilzer? Sie kennen den Betrieb ja viel mehr von innen als wir alle anderen hier. Woran liegt das, dass Richter diese Kreativität nicht aufbringen? Na, es fehlt auch wieder an den Stellen. Also, es fehlt an den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Die Sozialämter, die Jugendämter, die sozialen Dienste, die Bewährungshelfer. Es gibt zu wenig Vernetzung und zu wenig dort auch kreative Möglichkeiten. Es ist ganz, ganz schwierig, überhaupt so eine Arbeitsstelle für so einen Jugendlichen meinetwegen zu kriegen, der Sozialstunden ableisten soll. Und also, wir haben ja immer gesagt, die Strafe muss auf dem Fuße folgen, gerade bei Jugendlichen. Dann kommt die Strafe nach einem halben Jahr. Man sagt also, du gehst 20 Stunden arbeiten oder 100 Stunden. Dann dauert es aber mindestens noch mal wieder 6 Monate, bis diese Stelle gefunden worden ist, wo er denn arbeiten soll. Und dann weiß der überhaupt nicht mehr, warum er da hingehen soll. Das heißt, er geht erstmal nicht, er geht zweimal nicht, er geht dreimal nicht. Und dann lädt man ihn wieder vor und sagt, du musst aber da jetzt hingehen. Und Herr Kuri, wären denn solche kreativen Strafen überhaupt in Deutschland rechtlich möglich? Rechtlich wären sie schon möglich. Also das Jugendstrafrecht beispielsweise hat einen relativ breiten Rahmen. Aber was Sie eben gesagt haben, es fehlt an Personal. Wir brauchen bessere Richter, also mehr Richter, dass die mehr Zeit haben, sich darum zu kümmern. Ja. Wir brauchen Polizei, wir brauchen Sozialarbeit, die sich darum kümmern. Man darf eines nicht vergessen, schauen Sie mal, ein Tag im Strafvollzug kostet den deutschen Steuerzahler mindestens etwa 80 Euro. Mhm. Wenn man das mal hochrechnet auf ein Jahr, sind das etwa 25.000 bis 30.000 Euro. Was wir Steuerzahler pro Jahr für einen Inhaftierten bezahlen. Also da taucht auch die Frage auf, können wir das Geld kreativ einsetzen? Mhm. Ja. Ich sage noch mal, Strafvollzug muss sein. Gar keine, also meiner Sicht. Es gibt Straftäter, die sind wirklich gefährlich, die können wir nur wegsperren. Aber das ist nicht die Masse der Straftäter. Mit denen können wir kreativ rumgehen, mit denen können wir besser was machen, dass wir sie resozialisieren. Und was vorhin gesagt worden ist, manche lernen es im Strafvollzug erst, die rutschen erst richtig ab und werden zu Straftätern. Herr Wendt, Sie haben in der Kolumne für Tacheles Online, für tacheles.tv geschrieben, man brauchte in bestimmten Fällen sogar einen Internetpranger in Deutschland. In den Vereinigten Staaten, Sie haben es vorhin schon angesprochen, da gibt es das tatsächlich schon. So sieht zum Beispiel eine Webseite im US-Staat Illinois aus. Ich kann hier auf der Webseite zum Beispiel der Kleinstadt Peoria eine Adresse eingeben und dann sehe ich allein in meiner näheren Umgebung von 8 Kilometern 347 Sexualstraftäter. Ich kann dann den Namen anklicken oder Adressen anklicken und dann sieht das so aus, ich bekomme einen Steckbrief und von einem Mann, der ein 6-jähriges Kind missbraucht hat und kann ihn, wenn ich dann in der Nachbarschaft spazieren gehe, quasi identifizieren und sagen, aha, dieser Mann ist mal vor so und so vielen Jahren straffällig geworden. Sie haben nun so einen Internetpranger, so was Ähnliches für Deutschland gefordert und haben gesagt, vor allen Dingen für die Täter,
die nur aus formalen Gründen aus der Sicherungsverwahrung freigelassen werden mussten. Für die sollte man sowas einrichten. Warum? Also sowas, wie da in Amerika praktiziert wird, habe ich natürlich nie gefordert. Das hält diejenigen, die sich darüber empören, natürlich nicht davon ab, genau das immer wieder zu behaupten. Das hat auch etwas mit unserer Empörungsgesellschaft zu tun, wo man sich so richtig nach Leibeskräften echauffieren kann. Dann erklären Sie uns Ihren Internetpranger. Und dann einfach nur die Überschriften liest, ohne das zu lesen, was denn tatsächlich da gemeint war. Hier geht es um einen Schutzanspruch der Bevölkerung. Der Staat vermag es nicht. In den vergangenen Jahrzehnten hat er es nicht vermocht, gefährliche Sexualstraftäter, die in Sicherungsverwahrung waren, dort so zu behandeln, dass sie dort auch bleiben können. Das hat der Staat nicht gemacht. Er hat es ständig ignoriert, obwohl die Gerichte jahrzehntelang darauf hingewiesen haben, ihr müsst das anders machen als in der Strafhaft. Das haben sie raus. Das haben sie nicht gemacht. Und dann ist den Gerichten irgendwann mal der Kragen geplatzt und hat gesagt, jetzt müssen wir die entlassen. Jetzt haben die Gerichte noch mal neu geurteilt und haben gesagt, ihr dürft die auch noch nicht mal beobachten mit der Polizei. Das ist ja schon, das heißt, ihr müsst die komplett frei laufen lassen. Und ich bin der Auffassung, dass wenn der Staat seiner Schutzpflicht gegenüber der Bevölkerung in so gravierender Weise nicht nachkommt, dann muss die Bevölkerung wenigstens über die Gefahren aufgeklärt sein, die von diesem Straftäter ausgehen. Es geht, wie gesagt, um diejenigen, die eigentlich hinter Schloss und Riegel gehören, dort auch vernünftig untergebracht sein müssen, also nicht wie in der Strafhaft, aber von denen eine große Gefahr ausgeht. Um es ganz konkret zu sagen, wenn ich im vierten Stock eines Hochhauses wohne mit meinen kleinen Kindern, dann will ich wissen, dass der Staat mir jemanden, der so brandgefährlich ist, zwei Stockwerke höher in mein Hochhaus. Ich finde, da habe ich ein Recht drauf, das zu wissen, damit ich meine Kinder beschützen kann, wenn es schon der Staat nicht will. Wie das dann technisch aussieht, darüber diskutieren wir noch. In Amerika wird das so gemacht. Was halten Sie von so einem Instrument, Herr Khoury? Wir haben ja schon, in den USA gibt es das ja, nicht? Da gibt es, manche Bundesstaaten machen das ja sehr rigoros. Alle Entlassenen werden dort. Ja, Sie können im Internet nachklicken, auch wer im Gefängnis sitzt dort. Wir haben es zum Teil ja auch in Deutschland. Es gab ja in einem ostdeutschen Staat, gab es ja Straftäter, Sexualstraftäter, die das Land, den Ort verlassen mussten. Wie wollen Sie einen Sexualstraftäter, der entlassen worden ist, der seine Straftat abgesessen hat, integrieren, wenn Sie so etwas machen? Genau, der hat null Chancen, irgendwo Fuß zu fassen. Ja. Ja? Und macht man dadurch die Gesellschaft tatsächlich sicherer? Um den geht es aber nicht. Nochmal, wir haben von denen geredet, die aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden mussten, weil sie dort nicht anständig untergebracht waren, von denen aber eine nachweislich große Gefahr ausgeht, nach wie vor. Nicht von denjenigen, die ihre Strafe abgesessen haben, die gar keine Sicherungsverwahrung bekommen hätten, von denen keine Gefahr mehr ausgeht, von denen sprechen wir überhaupt gar nicht. Da muss man in der Tat sagen, die müssen die Möglichkeit bekommen, in einer anonymen sozialen Atmosphäre wieder ein neues Leben anzufangen. Völlig d'accord. Aber von denjenigen, von denen nachweislich eine große Gefahr ausgeht, vor denen muss man das unmittelbare Umfeld warnen, damit die Menschen sich selber schützen. Wir haben doch heute bei Sexualstraftätern, es kommt doch heute ein Sexualstraftäter ohne mindestens ein Prognosegutachten überhaupt nicht mal aus dem Strafzug raus. Wir haben doch schon sämtliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Und wenn Sie sagen nachweislich, was heißt denn nachweislich? Genau. Wie wollen Sie denn nachweisen, dass er nicht mehr rückfällig wird? Ja. Das können Sie machen, wenn er dann später nach 20 Jahren. Wir haben doch gar nicht so genaue Instrumente, um das so genau zu prüfen. Da muss ein gewisses Restrisiko bleiben. Bei jedem Straftäter, nicht nur bei Sexualstraftätern, den wir aus dem Strafvollzug entlassen, besteht ein Rückfallrisiko. Bei Ihnen besteht auch ein Risiko, dass Sie straffällig werden und bei mir auch. Ein niedriges. Aber ganz bestimmt. Ja. Aber wir reden jetzt von denjenigen, bei denen gutachterlich mehrfach festgestellt wird, von dem geht ein erhebliches Risiko aus. Aber die kommen doch heute kaum noch raus. Aber Moment, die lassen wir doch gerade alle raus. Und wir beobachten sie noch nicht mal mehr polizeilich, weil auch das die Gerichte verbieten. Ja, Sie berufen sich jetzt auf wenige Sicherungsverwahrungsfälle, wo es diese Gerichte... Entschuldigung, als Opfer brauche ich nur einen. Für die Welle hatte Herr Wendt das vorgeschlagen. Aber bleiben wir noch mal beim Grundsatz. Also den Namen, Adresse, Gesichter von Menschen öffentlich zu machen, die so brandgefährlich sind, wie es Herr Wendt sagt. Herr Weber, was denken Sie darüber? Ich halte eigentlich gar nichts davon, aber ich kann den Impuls verstehen, auch nachvollziehen. Warum halte ich nichts davon? Ich habe im letzten Jahr in diesem schönen Ort an der Nordseeküste Urlaub gemacht. Und da wurde in Emden ein Mädchen ermordet. Lena hieß sie, glaube ich. Und wir haben also diese ganze Zeit waren wir da oben und haben das mitverfolgt.
sind auch da an dem Ort gewesen, wo dann man, naja, wo das Kind ermordet worden ist, auch durch einen Sexualtäter, Straftäter. Und dann sickerte, wie auch immer es geschehen sein mag, Pranger war es nicht, durch, wir haben ihn, ich glaube, die Polizei hat oder die Staatsanwaltschaft hat es mitgeteilt. Und am selben Abend noch gab es einen Volksauflauf vor dem entsprechenden Untersuchungsgefängnis. Ja. Ja. Und wenn sie gekonnt hätten, die Leute, die so applaudieren und ihren Reflexen nachgeben, sie wären reingestürmt und hätten ihn umgebracht. Und es war der Falsche. Genau, der war unschuldig, das ist hinterher herausgekommen. Was denken Sie dazu, Frau Frömmrich? Also mir geht das auch zu weit. Also ich denke, nachweislich, damit habe ich auch ein Problem. Also Gutachter irren sich auch hin und wieder. Und es, auch wenn es nachweislich in einem Gutachten steht, muss es nicht so sein, dass derjenige wieder straffällig wird. Und es sind eben auch sehr wenige Fälle. Der unbescholtene Nachbar ist genauso gefährlich in dem Bereich wie ein schon... wie jemand, der schon dann in Erscheinung getreten ist. Aber ich wehre mich gegen die, gegen den Verdacht, dass wir in Deutschland von 82 Millionen potenziellen Lynchmördern umgeben sind. So ist die Bevölkerung nur wirklich nicht. Nein. Im Einzelfall protestiert die Bevölkerung lautstark gegen die Unterbringung solch gefährlicher Männer in ihrer unmittelbaren Umgebung. Und ich finde, wenn der Staat die Leute schon nicht beschützen kann und sich auch weigert, die Leute zu beschützen, dann haben die doch verdammt noch mal wenigstens ein Recht darauf, dagegen lautstark zu protestieren. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Also, das kann doch so nicht sein. Genau das möchte ich jetzt mal unsere Zuschauer fragen. Wir sind an einer bewegten Debatte hier. Vielleicht darf ich Sie fragen hier vorne. Internetpranger, das Öffentlichmachen von Namen und Gesichten von Tätern, was halten Sie davon? Gar nichts. Ich sehe das genauso wie Herr Bischof Weber. Nämlich mir fiel vorhin auch dieses Beispiel ein. Und wir haben ja immer das Risiko, dass wir den Falschen erwischen. Und wir haben ja auch gerade diese Mobbing-Aktion bei Facebook in den letzten Monaten auch verfolgen können, dass sich junge Menschen das Leben nehmen, weil sie sich von anderen auf dem Internetwesen verfolgt fühlen. Und das sollte man gar nicht verfolgen, diesen Gedanken. Vielleicht darf ich hier noch weiter fragen, was denken Sie? Wird in Deutschland zu milde, ist das auch Ihre Meinung, zu milde geurteilt? Was denken Sie? Also ich denke, oftmals werden die Opfer auch dabei vergessen. Und den Tätern wird einfach zu viel Raum gelassen. Ja. Und da sollte man mal drüber nachdenken. Also bestraft werden muss schon. Und das auch ein bisschen schneller, als es im Moment getan wird. Was wünschen Sie sich da konkret von den Gerichten? Ja, dass sie wirklich genauer hingucken. Und dass diese Verhandlungen bei Gericht auch einfach schneller funktionieren. Es dauert mir selbst auch zu lang. Und ich glaube, das geht vielen so. Dankeschön. Vielen Dank für diese Meinung. Wir haben vorhin auch gesprochen über kreative Strafen, zum Beispiel Führerschein in Zucht statt Geldstrafe. Was denken Sie zu sowas? Ja, halte ich sehr viel von, dass man einfach andere Sachen ausprobiert, um zu sehen, welchen Erfolg das hat. Aber ich muss auch nochmal sagen, diese Öffentlichstellung von Tätern, wie das dargestellt wurde, in den USA ja gängig, finde ich sehr gut. Ich finde, wenn man so eine Straftat begangen hat, muss man auch mit den Konsequenzen leben. Und dazu gehört auch, dass ich halt das Stigma Zeit meines Lebens mit mir rumtragen muss, ein solcher Täter gewesen zu sein. Wenn ich mich danach ordentlich verhalte und ein ordentlicher Bürger bin, passiert mir ja auch nichts. Ich bin ja dann auch geschützt wieder vom Staat. Aber also ich bin Vater einer halbes Jahr alten Tochter und ich möchte schon wissen, wenn so ein Mensch in meine Umgebung zieht. Vielen Dank für dieses klare Wort. Brauchen wir härtere Strafen? Darüber haben wir natürlich auch im Internet schon heftige Diskussionen ausgelöst auf tachles.tv und auf Facebook. Und dazu begrüße ich jetzt Amelia Wischnewski von der Tachles-Redaktion. Herzlich willkommen, Amelia. Wie wird denn im Internet über unser Thema brauchen wir härtere Strafen diskutiert? Ja, Jan, sowohl auf unserer Internetseite als auch auf unserer Facebook-Seite kochen die Emotionen hoch zu diesem Thema und es sind klar zwei Lager erkennbar. Die einen fordern, klare Kante zu zeigen gegenüber Tätern. Andrea Jödige beispielsweise sagt, das hat nichts mit Rachlust zu tun, härtere Sanktionen dienen der Abschreckung. Christiane Kieburg schreibt, Kinderschänder für immer wegsperren, denn Kinderschänder sind nicht therapiefähig. Herr Professor Kuri, da haben wir Sie ja als Experte hier in der Runde. Ist das wirklich so, dass Kinderschänder nicht Therapie oder Sexualtäter nicht therapiefähig sind? Oder Sag mal, es ist sehr schwer. Wirkliche Pädophile. Nicht jeder Kinderschänder ist ein Pädophiler, das muss man auch sagen. Nicht jeder, der ein Kind missbraucht, ist sozusagen ein Pädophiler.
Aber Pädophile sind tatsächlich sehr schwer resozialisierbar und abzubringen. Mhm. Die haben eben sexuelles Interesse an Kindern und nur an Kindern. Und das ist schwer zu therapieren. Das ist schwer zu therapieren. Vielen Dank für diese Einschätzung. Nicht Strafhärte, sondern mehr Resozialisierung. Wie stark ist diese Position? Ja, also auch in diesem Sinne äußern sich einige unserer Zuschauer und Zuschauerinnen. Monika Herrmann beispielsweise schreibt, Ausgrenzung verhärtet nur die Fronten und Druck erzeugt Gegendruck und damit sei niemandem geholfen. Eine psychosoziale Behandlung für straffällig gewordene Jugendliche sei da auf jeden Fall die bessere Lösung. Mhm. Ist ja so, Herr Wendt, wir haben gerade darüber gesprochen, hat den Vorschlag gemacht, für wenige spezielle Fälle eine Art Internetpranger einzuführen. Wie wird darüber auf Facebook diskutiert? Ja, also wie wir hier sehen, die Mehrheit unserer Facebook-Nutzer ist gegen einen solchen Internetpranger und vertritt die Meinung, dass Haftentlassene durchaus ein Recht auf einen Neuanfang haben. Aber eine starke Minderheit hält den Internetpranger für eine gute Idee. Manche unserer Zuschauer haben auch sehr viel drastischere Vorstellungen, wie man Straftätern beikommen kann. Yoda beispielsweise schreibt uns, Dieben und sonstigen Straftätern würde er bei Wiederholungstaten entsprechende Buchstaben auf die Stirn tätowieren lassen. Was will er machen? Krasse Vorschläge. Vielen Dank, Amelia Wischnewski von der Tacheles-Redaktion. Sie können weiter mitdiskutieren auf tacheles.tv oder bei Facebook. Herr Wendt, es gab im Mittelalter gab's das Schlitzohr. Das war ja auch so ein Erkennungszeichen für einen Straffälligen. Sind das Vorschläge, die, denen Sie was abgewinnen können? Ja, das ist natürlich wirklich blanker Unfug. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, wir dürfen nicht strafen, indem wir die Würde des Täters verletzen. Es ist schon schlimm genug, dass die Würde des Opfers vorher verletzt wurde. Das kann man nicht dadurch kompensieren, dass man die Würde des Täters danach noch verletzt. Manchmal, ich finde es nicht oft, aber heute Abend fast schade, dass keine Politiker in der Runde sind. Denn die darf man nicht so einfach davonkommen lassen mit ihren reaktiven Forderungen. Ja, wir müssen nur härter bestrafen. Denn das sind diejenigen, die nach härteren Gesetzen rufen und gleichzeitig das Personal kürzen. Ja. Bei Polizei, bei Justiz und sonst überall. Und so darf man die einfach nicht davonkommen lassen. Egal von welcher Partei, das machen die übrigens alle. Die rufen dann nach härteren Gesetzen und sagen, wir müssen und noch mehr Strafe und noch mehr Strafe. Und dann gehen sie nach Hause und sagen dem Finanzminister und noch mal 1000 Stellen bei der Justiz weg. So darf man die nicht davonkommen lassen. Herr Bischof Weber, über keine anderen Taten wird so emotional berichtet über Gewalt an Kindern. Sie selber haben vor einiger Zeit in Delixen bei Braunschweig die Trauerfeier gehalten für den 5-jährigen Julian. Der war ermordet worden. Wie haben Sie diese Trauerfeier erlebt? Also ich habe mitgewirkt bei der Trauerfeier und das ist eine ganz extreme Situation. Ich bin ja sehr lange Pfarrer und habe viele Beerdigungen auch gehalten, auch Verkehrsopfer und Kinder und Jugendliche. Aber das ist insofern eine ganz bedrückende Situation. Sie kommen in die Kirche und da ist dieser kleine Kindersarg weiß, nicht? Das erschlägt einen schon. Und die Eltern, die Mutter, also die Eltern ja nicht, die Mutter, es gab ja diese Zusammenhänge. Und da haben Sie, wenn Sie selber Vater sind oder Großvater sind, da kann ich den Herrn, der eben da gesagt hat, ich möchte wissen, ob so ein Täter in meiner Nachbarschaft wohnt, wenn ich mit meinem Kind da lebe. Das kann ich verstehen. Aber das Empfinden habe ich auch. Ich habe ein Empfinden von Wut. Ich habe auch von ohnmächtiger Wut, das will ich zugeben. Ich habe hinterher anders predigen. Auch das wusste ich auch, dass ich das tue. Aber das kann ich auch nicht verbergen. Das ist so. Nur, ich habe nun auch gelernt, und das ist auch, glaube ich, ein Extrakt oder ein Kern des christlichen Glaubens, dass ich das Böse nicht mit Bösem vergelten darf. Und da muss ich auch mit dem, was in mir hochkommt an Wut, das ist ja auch was Böses, das mich verändern möchte, damit muss ich arbeiten und muss sehen, dass ich das in eine positive Kraft und Energie umleiten kann. Herr Kuri, ein ähnlicher Fall, den hatten wir auf unserer Facebook-Seite dargestellt von einem jungen Mirko, der war 10 Jahre alt, wurde auch entführt und misshandelt und ermordet. Und mir ist aufgefallen, dass auf unserer Facebook-Seite ganz viele Menschen mit Gewaltfantasien darauf reagiert haben. Also da schreibt ein Matthias, den Täter muss man jagen, im Keller fesseln und ihm jeden Tag irgendwas abschneiden. Ein Markus schreibt, wer meine Kinder anfasst, stirbt. Mia schreibt, schön leiden lassen. Solch ein Schwein. Ja.
Und viele davon haben wir wieder gelöscht auf Facebook. Aber es ist doch auffällig, dass sozusagen die Ablehnung von Gewalt gleichzeitig mit irrsinnigen Gewaltfantasien verbunden ist. Wie kommt das eigentlich? Ja, schauen Sie, gerade bei Kindern ist es natürlich besonders. Wir haben das sozusagen das Kindchenschema. Kinder benötigen einen besonderen Schutz. Und wenn natürlich einem Kind gegenüber so etwas passiert, ist es fast noch schlimmer, als wenn gegenüber einem Erwachsenen das passiert. Was man da unbedingt machen muss und was wir bisher zu wenig diskutiert haben, ist die Opferseite. Wir müssen uns mehr um die Opfer kümmern. Das tut man in Deutschland und auch anderen westlichen Ländern. In den letzten Jahren mehr. Nicht die sogenannte Viktimologie, wie das in der Kriminologie heißt, die Opferforschung, die hat sich in den letzten 30 Jahren deutlich vermehrt, aber da muss mehr gemacht werden. Aber ich frage noch mal zurück, diese Verbindung von Gewaltfantasien gegenüber einem Täter in einer Gewaltsituation, wie kommt sowas zusammen? Ich denke, das ist einmal traditionell bedingt. Solange es Menschen gibt, wird auf Kriminalität mit Strafen reagiert. Das ist so, lange es gibt, wenn Sie in alte Gesetzbücher reingucken, wir haben die Bibel zitiert, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ja schon ein Fortschritt, was ja zu Recht gesagt wurde, dass nämlich jetzt nicht ein Auge und dafür wird der andere ganz getötet, sondern diese gleich. Ich denke, das ist eine alte und es ist auch das Bedürfnis. Schauen Sie, wenn wir hören, dass ein Kind getötet wurde, kommen natürlich automatisch Aggressionen hoch. Das ist ganz klar und es ist auch selbstverständlich. Frau von Berg hat diese Wut, Facebook, das anonym zu natürlich, tun. Das kommt hinzu. Und da kann man so richtig Gas geben. Das wurde mit Namen gekennzeichnet. Ob sie echte Namen sind, wissen wir nicht. Hat diese Wut und diese Emotionen, haben die im Gerichtssaal eigentlich Raum, wenn Sie mal über ihre Fälle nachdenken? Nein, haben sie nicht. Also nicht in ausreichendem Maße, denke ich. Aber ich meine, dass diese Beschimpfungen da und da müsste man sonst was abschneiden oder so, also das geht dann auch wieder zu weit. Ich denke, das sind auch ein paar wenige, die sich da hervortun wollen. Also nicht jeder schreibt auf so eine Seite und zu so einem Thema. Und da gibt es wieder ein paar, die sich da ausleben müssen. Also das würde ich jetzt nicht überbewerten, was da steht. Aber es ist schon richtig, mit dem Opferschutz und dem Gedenken an die Opfer tut man sich schon sehr schwer, weil man eben auch im Wesentlichen ja auch mit dem Täter zu tun hat. Weil da muss man ja irgendwie eine Strafe finden, die angemessen ist und richtig ist. Und da kommen die Opfer sicherlich zu kurz. Also ich bin froh, dass jetzt vermehrt doch in schwerwiegenden Fällen, so wie bei Marcone oder auch bei Johnny Carr, dann doch schon Sachverständige zu Rate gezogen werden. Bleiben wir noch einen Moment bei diesen hochemotionalen Themen, Herr Bischof Weber. Nochmal bei dem Mirko, bei dem 10-jährigen Jungen. Die Eltern waren gläubige Christen und haben ein Buch über diesen Fall geschrieben und haben geschrieben, wir haben keine Hass- und Rachegefühle dem Täter gegenüber. Das ist ja, hört sich ja erstmal als fast, wie kann man das schaffen? Kann man das schaffen, dahin zu kommen? Also wir müssen das von den Eltern hören. Wenn die Eltern das so beschreiben und das so darstellen und so leben, dann ist das so für diese Eltern. Und sie haben das mit Sicherheit nicht in der ersten Situation oder in dem ersten Erleben dieses grausamen Geschehens so empfunden. Da ist etwas gewachsen. Das hat was mit ihrem Glauben zu tun. Das hat was zu tun, denke ich, mit Gebet. Das hat was zu tun mit auch Einstimmen. Das ist unendlich schwer. In die alternative Programmatik der Bergpredigt beispielsweise. Wo es eben heißt, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern du sollst deinen Feind lieben. Das ist ja völlig gegen das, was wir empfinden. Und ich vermute, diese Eltern haben sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und das hilft ihnen jetzt, in dieser Situation zu überleben. Vielleicht ein extremer Fall, aber wie kann Versöhnung für die Opfer, Wiedergutmachung, das Gefühl, die Tat ist gesühnt, wie kann sowas geschehen? Also ich finde, das ist, kann man materiell ja sowieso gar nicht machen. Eben. Auch nicht, indem man irgendwelche niederen Instinkte da bedient. Nee. Ich fand das auch, ich habe das gelesen, was die Familie geschrieben hat, unglaublich beeindruckend. Da läuft es einem richtig den Rücken runter, was Glaube einem auch an Kraft geben kann, um so etwas zu bewältigen. Aber es gibt natürlich schon diverse Möglichkeiten, von denen wir in Deutschland noch zu wenig Gebrauch machen. Sie haben recht, die Gesetzgebung mit Opferschutzgesetzen ist dem gefolgt. In den Städten
Städten und Gemeinden sind Opferschutzbeauftragte installiert. Das heißt, es gibt schon die Möglichkeit, sich bei schweren Verbrechen an die zu wenden. Aber wir sind in der deutschen Gerichtsbarkeit noch immer nicht, wie zum Beispiel in anderen Ländern, bereit, auch saftige Schmerzensgeldzahlungen zum Beispiel zu verhängen. Da sind wir jetzt, das ist fast eine Revolution, dass eine Frau für eine Vergewaltigung 100.000 Euro bekommen soll. Ich finde, die sollte 10-mal 100.000 Euro vom Täter bekommen. Der soll nicht mehr aufhören zu bezahlen. Da sind wir noch sehr, gerade bei Körperverletzungsdelikten, sehr zurückhaltend. Für wirklich wuchtige Faustschläge ins Gesicht, für Kopfschläge gibt es da ein paar hundert Euro. Ich finde, da könnten wir eine andere Kultur wirklich gebrauchen. Das sühnt das nicht komplett, aber es schafft einen vernünftigen Ausgleich für das Opfer, damit wenigstens materiell entschädigt wird, wo man anders eben nicht wieder gut macht. Was denken Sie? Ja, bitte. Zum Thema Opferschutzbeauftragter möchte ich auch noch mal was sagen. Das müssen auch Leute sein, die dafür wirklich qualifiziert sind und geeignet sind. Wir haben in Berlin einen Opferschutzbeauftragten, der ist in seinem Privatleben Verteidiger, also Strafanwalt, Fachanwalt für Strafrecht. Und wir haben neulich diskutiert über einen Fall, da wurde eine junge Frau vergewaltigt von drei jugendlichen Tätern. Und die sind auch am nächsten Tag wieder auf freien Fuß gekommen. Und da sagte der Opferschutzbeauftragte, ja, man habe auf Videos sehen können, dass die junge Dame vorher vor der Tat mit zwei der Täter geknutscht hätte. Ja, gibt das jemanden das Recht, jemanden zu vergewaltigen? Und da habe ich gedacht, Opferschutzbeauftragter, irgendwie so Thema verfehlt. Nicht? Thema ist, wie kann man dahin kommen zur Vergebung oder zur Wiedergutmachung? Schmerzensgeld, haben Sie gesagt, müsste drastisch erhöht werden. Was denken Sie, was gehört noch dazu? Das ist ganz wichtig, Entschuldigung. Der Täter kann sich entschuldigen. Täter und Opfer können sich zusammensetzen. Das geht selbst bei schweren Straftaten. Natürlich müssen sie beide vorbereitet werden. Und der Täter muss zu seiner Tat stehen. Und er muss bereit sein, sich zu entschuldigen. Es gibt Untersuchungen, gerade aus den USA oder in England, habe ich jetzt eine große Studie gelesen, dass es dann hinterher den Opfern besser geht, wenn sie den Täter kennengelernt haben, der hat sich entschuldigt. Und natürlich Schadenswiedergutmachung. Bei uns ist es doch so, ich meine den Fall, den wir vorher gehört haben, diese schlimme Straftat, das Opfer wird praktisch als Zeuge vom Gericht gehört. Der Richter sagt vielleicht noch vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wenn der Täter eine Geldstrafe bekommt, geht die Geldstrafe an den Staat bzw. an gemeinnützige Organisationen. Richtig. Und das Opfer geht leer aus. Das kann doch nicht im Sinne des Opfers sein. Also da müssen wir wirklich... Genau das will ich Willi Marcone noch mal fragen. Wir hatten ihn ganz am Anfang der Sendung, da hat er kurz beschrieben über seinen Sohn, seinen Bruder Giuseppe Marcone, dass dieses schreckliche Unglück oder der Tod ihres Bruders, der von Schlägern über die Straße gejagt wurde und da tödlich verunglückt ist. Es ist so, wir haben vorhin, Sie haben das ja verfolgt auf Facebook, diese Gewaltfantasien für Menschen, die Gewalttaten oder gegen Menschen, die Gewalttaten getan haben. Sie haben es tatsächlich erlebt in Ihrer Familie, dass Ihnen jemand genommen wurde durch Gewalt. Können Sie diese Wut- und Rachegefühle nachempfinden? Ich kann sie sehr, sehr gut nachvollziehen. Es ist sogar so gewesen, dass ich geglaubt hatte, dass wenn, also ich bin der älteste Bruder und älteste Brüder haben immer eine gewisse Verantwortung, vor allen Dingen ihren kleinen Geschwistern gegenüber. Und man glaubt auch immer einen gewissen Geschützerinstinkt zu haben. Und ich habe auch geglaubt, wenn irgendwas meinen Brüdern geschieht, dann stell ich die Welt auf den Kopf. Und was mir selber festgestellt wurde, ist in dem Moment, wo ich wirklich betroffen war und auch wirklich jemand verstorben ist aus meinem engsten Kreise, hat mich die Trauer übermannt und nicht die Wut. Also ich habe an dem Punkt auch anscheinend feststellen dürfen, dass ich kein wirklich jähzorniger Mensch bin, sondern eher ein sehr emotionaler Mensch. Und die Wut wurde eigentlich in den ersten Momenten davon geblasen, von der Trauer, von diesem Verlust, von dieser Leere, die entstanden ist. Wütend bin ich geworden, als ich fast ein Jahr später die Geschichte von Johnny Carg miterleben durfte. Und wir ja auch bei der Beerdigung gewesen sind, um unsere Anteilnahme gezeigt haben und unsere Hilfe leisten wollten im Namen unserer Stiftung, die wir auch gegründet haben. Da bin ich wütend geworden, weil es eine direkte Tätigkeit unter Jugendlichen gegen Jugendliche war und sie auch sehr präzise ausgeführt worden ist. Diese Stiftung haben Sie zusammen mit Ihrer Mutter gegründet. Die heißt Giuseppe Marcone Stiftung. Und was wollen Sie mit dieser Stiftung genau erreichen? Also wie es heute Abend auch schon öfters gesagt worden ist, wir, ich, meine Mutter, auch alle, die dahinter stehen, sind der Meinung, dass man
zu wenig bei den Opfern ist. Also, dass die Täter in einer gewissen Form resozialisiert werden, sogar Personenschutz erhalten, bevor es zu einem Urteilsspruch kommt. Also, da wird sehr viel getan. Aber was wirklich nicht getan wird, den Opfern zu helfen. Und meistens ist es ein Täter. Man muss aber bei solchen Todesfällen auch berücksichtigen, dass es da nicht nur ein Opfer gibt, sondern man hat die Eltern, man hat die Geschwister, man hat die engsten Freunde. Da hängen unglaublich riesige Menschenkreise dahinter. Ja. Und das darf man nicht außer Acht, aus den Augen verlieren. Und wir als Stiftung sehen jetzt unsere Aufgabe, sobald solche Geschichten geschehen sind und auch rückwirkend, wir versuchen jetzt auch Familien zu kontaktieren, die schon in den 90er Jahren ihre Kinder verloren haben, zusammenzuarbeiten, die Erfahrungen zusammenfließen zu lassen und vor allen Dingen alle neu Betroffenen, Familien, Menschen, Eltern, das heißt, zu helfen. Die Opferperspektive stärken, dass den Opfern besser, dass das besser in den Blick kommt. Auf jeden Fall beistehen, was total vergessen wird. Vielen Dank, Veli Marcone, für das Gespräch. Und alles Gute für Sie und Ihre Stiftung. Vielen Dank. Wenn wir, Herr Wendt, wenn wir das Anliegen von Veli Marcone aufnehmen und sagen, es geht vor allen Dingen darum, die Opfer stärker in den Blick zu bekommen, was würden Sie sich von der deutschen Justiz, von den Richterinnen und Richtern wünschen in dieser Richtung? Was ist Ihr Wunsch an die? Zunächst einmal ist ja angesprochen worden, das, was es an materiellen Entschädigungsmöglichkeiten gibt, dann auch tatsächlich den Opfern zukommen zu lassen. Aber was noch viel früher einsetzen muss, ist die unmittelbare, auch psychosoziale Betreuung von Opfern. Die müssen ja manchmal zu ihrer Krankenkasse laufen und dann kämpfen, bis sie mal eine Betreuung bekommen, bis sie überhaupt mal eine Therapie, einen Therapeuten sehen, damit sie mit dem überhaupt mal reflektieren können. Ihre ganze Wut, ihre Trauer, diese Emotionen, die müssen ja irgendwo auch hin. Aber da müssen sie erst mal zur Krankenkasse. Dass sie sich das genehmigen lassen, mehr, das ist doch ein Skandal. Mehr Sorge, Frau Freundin Pilzer, die Perspektive der Opfer, was muss sich in der Justiz ändern? Ja, also ich denke, kein Geld der Welt kann einem einen verlorenen Menschen ersetzen. Und insofern ist das ein großes Problem. Aber wenn wir zum Beispiel dazu kämen, dass wir gerechte, angemessene Strafen verhängen, die auch die Opfer eben nicht verhöhnen, wie wir es zu Anfang gesagt haben, damit schließt sich ein bisschen der Kreis wieder, dann denke ich, ist auch schon viel getan. So ein bisschen Genugtuung braucht auch ein Opfer. Was denken Sie, Herr Kuri? Kriminalität ist ein sozialer Konflikt und wir müssen den Konflikt lösen. Da muss die Justiz offener sein. Sie muss mehr auf die Opfer zugehen. Man muss mehr versuchen, den Konflikt zwischen Täter und Opfer zu lösen. Das wird nicht immer möglich sein. Aber in vielen Fällen ist es möglich. Und da muss die Justiz auch mehr dafür tun. Beispielsweise Schadenswiedergutmachung, was wir gesagt haben. Und Unterstützung. Herr Weber, was ist nötig? Sie haben eben völlig zu Recht gesagt, es gibt Situationen, es gibt Fälle, es gibt dramatische Entwicklungen, die kann man nicht wiedergutmachen in dieser Zeit. Ja, da kommt dann auch so ein Blick in eine andere Welt hinein, wo es da vielleicht Versöhnung geben kann. Aber das kann man hier nicht. Wenn etwas so Furchtbares passiert ist, vielleicht in Einzelfällen, wie wir auch gehört haben. Ich halte viel von dem, was ich jetzt auch immer wieder gehört habe, auch bei den Gesprächen, von denen die ich erwähnt habe, von diesem Täter-Opfer-Ausgleich, der ja seit geraumer Zeit in der Bundesrepublik auch kultiviert wird und an sehr, sehr vielen Stellen so einen Anfang von natürlich auch Wiedergutmachungsaspekte, finde ich völlig korrekt, was Sie da beschrieben haben, einbringt. Aber ein Anfang von dem, was wir auch in der christlichen Tradition im Glauben von Versöhnung meinen, was wir damit meinen. Es geht wirklich darum, dass Menschen, die einander schuldig geworden, nicht aneinander, das eine am anderen schuldig geworden. Aber wo soll denn der Ausgleich sein? Herr Bischof Weber, vielen Dank an diesen Punkt. Ich muss leider jetzt dazwischen gehen. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen, für dieses Gespräch. Sie können auf tacheles.tv bei Facebook Ausschnitte dieser Sendung sehen. Sie können weiter mitdiskutieren. Sie können nachlesen. Und wir sehen uns wieder im April. Dann geht es um die Frage zwischen Barmherzigkeit und Bevormündung. Müssen wir die Entwicklungshilfe für Afrika stoppen, ganz neu ausrichten? Das ist die Frage. Mit dem Münchner Bischof Heinrich Bedford Strohm, der Journalistin und Herausgeberin von Africa Positiv, der Zeitschrift Weihe Tata, sie ist die Chefredakteurin. Und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut, bis dann.